Das sind die RHI-Kontexte, das Interviewformat aus dem Roman-Herzog-Institut. Wir nehmen uns bewusst Zeit, um bei unseren Themen auch in die Tiefe gehen zu können. Gegenstand dieser Staffel sind die Spaltungen von Gesellschaften. Heute bei mir zu Gast ist Professor Dr. Nils Goldschmidt. Er ist Lehrstuhlinhaber für kontextuelle Ökonomik und ökonomische Bildung an der Universität Siegen. Herr Goldschmidt, in Ihrem letzten Buch beschäftigen Sie sich, hier steht es, mit Kippmomenten. Und heute sprechen wir über gesellschaftliche Spaltung. Heute ist der 11.03.2022, ich sage es deshalb, weil die Veröffentlichung erst im Mai, Juni kommen wird. Vor circa 3 Wochen drücken russische Truppen in die Ukraine ein. Nach innen und nach außen scheinen wir derzeit zumindest scheinbar geschlossener denn je und Spaltungen überwunden zwischen Geimpften und Ungeimpften zum Beispiel. Dieser 24.02., der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine, war oder ist das ein Auslöser eines gesellschaftlichen Kippmoments? Ohne Frage können wir sagen, dass wir sicherlich eine Zäsur erlebt haben mit diesem erbärmlichen Angriff Putins auf die Ukraine. Und das wird die Landschaft, das wird Europa massiv verändern und das wird auch unsere Gesellschaft verändern. Von daher, glaube ich, können wir ohne Frage von einem Kippmoment reden, weil tatsächlich die Ordnung, die wir kennen, zerbrochen ist, die Situation eine ganz andere sein wird. Das kann sich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Das ist ja das Spannende bei Kippmomenten, dass man nicht genau weiß, wohin es kippen wird. Aber was wir derzeit erleben, diese Grausamkeiten auch gegenüber der Zivilbevölkerung in der Ukraine, die Sorge, die Angst auch in anderen Staaten im Baltikum, das zeigt uns, dass wir tatsächlich eine Zeitenwende erleben, dass wir tatsächlich etwas erleben, was uns anders zurücklassen wird, das nicht vergleichbar ist mit der Zeit davor. Ganz zum Schluss kommen wir noch mal drauf zurück, aber fangen wir doch mal von vorne an. Was ist denn eigentlich ein Kippmoment? Was heißt denn das Konzept im wissenschaftlichen Sinne, so wie Sie es denn beschrieben haben? Ja, ein Kippmoment bedeutet einen Moment, dass sich etwas plötzlich, vielleicht auch unerwartet und oft auch unwiederbringlich verändert. Also nehmen Sie als Beispiel eines Schiffs. Ein Schiff in seiner aufrechten Position, das im Gleichgewicht ist, ist funktionsfähig. Wenn es dann kippt, ist es in einem neuen Gleichgewicht, aber es hat vollständig seine Funktion verloren. Also das ist der Gedanke eines Kippmomentes, dass etwas plötzlich sich verändert. Ursprünglich kommt dieser Gedanke insbesondere aus der Ökologie, dass man also sagt, dass bestimmte Ökosysteme kippen können. Also nehmen Sie das Beispiel, und damit fangen wir ja auch im Buch an, eines Sees, der plötzlich kippt, weil er zu warm geworden ist, weil zu wenig Sauerstoff in diesem See ist. Das führt dann dazu, dass eben die Lebewesen, dass die Fische dort in diesem See sterben, plötzlich und unerwartet, und dass dieser See eben ökologisch gekippt ist, möglicherweise eben ökologisch tot ist, und dass wir dann in einer anderen Situation sind. Das ist so der Gedanke von Kippmomenten, der in den Naturwissenschaften natürlich viel exakter bestimmbar ist, wann beispielsweise ein See umkippt. In sozialen Kontexten ist das natürlich viel schwieriger zu bestimmen, was tatsächlich ein Kippmoment ist und wann dieser Kippmoment tatsächlich stattfindet. Und deswegen ist es uns in dem Buch, oder ist es mir auch inhaltlich sehr wichtig, dass wir nicht nur auf direkte Kippmomente schauen, also wenn ein Boot umkippt, das ist der direkte Kippmoment, sondern dass wir vor allen Dingen auf kontextuale Kippmomente schauen. Also Dinge, die im Umfeld passieren, die es möglicherweise dann wahrscheinlicher werden lassen, dass es zu einem direkten Kippmoment kommt. Genauso wie wir haben gerade darüber gesprochen, bei dem Angriff auf die Ukraine. Wir haben gesehen, dass im Umfeld Dinge sich verändert haben. Es drohte, dass dort etwas passieren wird. Und das sind eben kontextuale Kippmomente, dass Dinge im Umfeld sich verändern, die dann dazu führen, dass es zu einem direkten Kippmoment kommen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir lernen, in diesen kontextualen Kippmomenten zu denken, dass wir darauf schauen, dass eben etwas passieren kann, wo wir dann eben einen Umbruch, eine Zeitenwende, einen Umschlag dann tatsächlich feststellen werden. Also dieser Übertrag von dem quasi naturwissenschaftlichen Begriff auf dann den Bereich der Politik und der Gesellschaft ist dann quasi auch Ihre genuine oder eine Ihrer genuinen Leistungen, die Sie da haben. Ob es eine Leistung ist, darüber können wir debattieren. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir lernen, dass Dinge eben nicht kontinuierlich sind, dass Geschichte, dass Zeit nicht kontinuierlich abläuft, sondern das ist ja das, was wir gerade erleben, was wir auch durch die Corona-Krise erlebt haben, dass Dinge sich plötzlich ändern können. Und wir leben eben in einer Zeit, wo viele Dinge
auf der Kippe stehen. Das können so dramatische Ereignisse sein, wie wir sie in der Ukraine derzeit erleben, oder dramatische Ereignisse wie die Pandemie. Mhm. Aber es können natürlich auch Dinge sein wie die Digitalisierung oder unsere sozialen Sicherungssysteme oder eben in der Ökologie, die uns momentan bedrohen, dass dort etwas kippt, dass wir wirklich dann in einen anderen Zustand kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, in solchen Kippmomenten zu denken. Also, dass Dinge sich nicht langsam verändern und Dinge einfach nur kontinuierlich ablaufen, sondern dass plötzlich etwas sich verändern kann. Alles klar, habe ich verstanden. Aber man könnte einwenden, zum Beispiel unser Sozialstaat ist ja gemacht worden, konstruiert worden, um genau solche gesellschaftlichen Kippmomente vorzubeugen. In Deutschland wäre das also kein großes Problem, oder? Naja, gibt es ein Problem mit dem Sozialstaat? Natürlich gibt es ein Problem mit dem Sozialstaat. Schauen Sie sich nur die gesetzliche Rentenversicherung an. Durch den demografischen Wandel laufen wir eben Gefahr, dass eben diese Rentenversicherung in der Form, wie wir sie haben, einfach nicht mehr finanzierbar ist. Das ist jedem Experten, der sich ein wenig mit diesem Thema beschäftigt, klar und offensichtlich. Die Politik hat lange Zeit nichts getan, tut auch momentan nichts. Auch die Ampelkoalition hat mehr oder weniger signalisiert, naja, wir werden da bestenfalls behutsam dran gehen, aber wir erleben einfach, dass eben dort tatsächlich ein Kippmoment droht. Und das ist insbesondere natürlich fatal für die kommenden Generationen, für die nachwachsenden Generationen, die dann eine sehr hohe Last haben, was sie zahlen müssen, in die Rentenversicherung hinein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie große Erträge aus eben dieser Rentenversicherung bekommen, das ist relativ gering. Und man kann Dinge natürlich verändern. Und genau das ist ja der entscheidende Punkt eines Sozialstaats, der eben sich auch an Kippmomenten ausrichtet, dass wir eben versuchen, durch Veränderungen im Umfeld diese Kippmomente zu verhindern. Nehmen wir nochmal das Beispiel Rentenversicherung. Man kann sehr viel debattieren, man kann an vielen Stellschrauben drehen, aber es ist offensichtlich, dass wir, wenn wir das Rentensystem tatsächlich wasserdichter machen wollen, wir länger arbeiten müssen. Das muss nicht massiv sein, das kann auch behutsam vorgehen. Also Sie meinen jetzt vom Lebensalter. Genau, ne? Also dass die Lebensarbeitszeit einfach steigen muss. Das ist die einfachste Lösung gegen einen Kippmoment in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist politisch nicht besonders opportun, damit durch die Landschaft zu ziehen. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum die Politik dort so vorsichtig ist. Aber das wäre eine einfache Lösung, hier einen Kippmoment zu vermeiden. Das heißt, wir müssen uns anschauen, wo drohen Kippmomente, und wir sehen in manchen Bereichen der sozialen Sicherung drohen Kippmomente. Und was können wir dann da tun, dass wir eben vermeiden, dass es zu diesem Kippmoment kommt? Also es hilft nicht, auf den Kippmoment zu starren, sondern es hilft vor allen Dingen im Umfeld zu schauen, was kann man verändern, wo kann man behutsam Dinge so justieren, dass wir eben Kippmomente vermeiden. Und welches Rezept schlagen Sie da als Ökonom den Politikern vor, wie Sie vorgehen sollten? Ja, wie gesagt, also ich... zum Beispiel Problem Sozialstaat, soll man sich erst auf Werte konzentrieren oder soll man... Sachen konzentrieren? Naja, das kann man so einfach oder nicht pauschal beantworten. Ne? Also wenn wir sehen, nochmal zur Rentenversicherung, dort ist es eine technische Frage. Ne? Wir könnten einfach die Lebensarbeitszeit verlängern und damit den Kippmoment verändern. Mhm. Und das wär eine Sache, und es gibt gute Ideen, wie man das machen kann, also für jede 3 Jahre mehr Lebenserwartung, 2 Jahre länger arbeiten, also dass man da so einen Automatismus hat. Gleichzeitig muss man, und das schließt ja auch aus Ihrer Frage oder schließt auch an Ihre Frage an, natürlich auch überlegen, wohin wollen wir denn eigentlich kommen? Also wie soll denn zum Beispiel das Verhältnis zwischen Generationen geregelt werden? Und das ist eine Frage tatsächlich von Normen und Werten. Bleiben wir doch mal bei den Werten und bei den Normen. Am 31. Januar 2020 erfolgte ganz offiziell der Brexit. Am 24. Januar 2020 wurde dieses Austrittsabkommen dazu geregelt. Ich vermute mal, dass Sie den Brexit auch als Kippmoment für die gesamte EU bezeichnen würde, wenn wir jetzt eine Ebene höher gehen. Ja, man könnte natürlich sagen, dass der Brexit ein Kippmoment war. Natürlich, die EU sieht nicht mehr so aus, wie sie vorher ausgesehen hat. Die Kräfteverhältnisse innerhalb der EU und zwischen den Ländern hat sich verändert. Es war vor allen Dingen wahrscheinlich ein Kippmoment für Großbritannien selbst. Man sieht ja eben auch dort die Probleme, die dort im ökonomischen, aber auch im sozialen mittlerweile auftreten. Aber es hat möglicherweise auch dazu geführt, dass es in einer gewissen Weise auch ein Kippmoment in etwas Positives war. Also dass wir erleben, dass möglicherweise die Länder, die noch weiterhin in der EU sind, viel stärker auch zusammenwachsen. Dass man sich auch wieder die Frage stellt, was ist denn eigentlich der Kern der Europäischen Union? Was macht denn unser Wertegerüst aus und warum sollen wir denn zusammenstehen? Also der Brexit als Moment auch der
Selbstreflexion, vielleicht ein Kippmoment, insbesondere für Großbritannien, aber für die EU vielleicht auch ein Moment, eben wieder in etwas Positiveres zu kippen. Und um nochmal auf die Ukraine und auf den Ukraine-Krieg zurückzukommen, wir erleben ja gerade, dass die Europäische Union in einer Form zusammensteht, wie wir das einfach sehr lange nicht erlebt haben. Das ist nicht jetzt die Folge des Brexit, sondern natürlich auch Grund aus dem Ukraine-Krieg, beziehungsweise dem Überfall auf die Ukraine. Aber möglicherweise war auch im Vorfeld in der Europäischen Union schon doch zu spüren, dass man stärker wieder zusammenwachsen muss, um eben ein Auseinanderfallen, wie wir es im Brexit gesehen haben, zu verhindern. Vielleicht sind wir noch zu nah an den Ereignissen dran, um das beurteilen zu können, aber wenn wir uns Anfang Februar unterhalten hätten, hätte man bestimmt auch Justiz, Pressefreiheit, Zivilgesellschaft angesprochen, was halt auch EU-Mitglieder wie Polen oder Ungarn betrifft, benennen wir es doch ganz einfach. Und da hätten Sie bestimmt auch gesagt, dass die EU wahrscheinlich sich im Kontext befindet, wir aufpassen müssen, nicht in den Kippmoment zu kommen, oder? Definitiv. Also was Orban und Kaczynski dort treiben, wie sie mit der Presse umgehen, wie sie mit der Unabhängigkeit der Justiz umgehen, ist wirklich sehr, sehr irritierend, ist sehr problematisch. Und da muss sich eine Europäische Union auch tatsächlich fragen, was sind unsere Werte? Können wir das tatsächlich in der Form durchgehen lassen oder müssen wir nicht aktiv werden? Und die EU hat ja auch angefangen, dort eben zu reagieren, relativ spät, relativ zögerlich, was natürlich auch insbesondere mit den schwierigen Sanktionsmechanismen in der Europäischen Union zusammenhängt, dass man gar nicht so einfach gegen ein Land ein bestimmtes Verfahren einleiten kann, insbesondere wenn wir mit Veto-Playern spielen müssen und wenn wir zwei Länder haben mit Polen und Ungarn, die versuchen, hier die Europäische Union herauszufordern, dann ist es natürlich schwierig, hier tatsächlich eben auch zu einer einheitlichen Stimme zu kommen. Aber in der Tat, die Ereignisse in Polen und Ungarn, wie wir sie vor dem Überfall auf die Ukraine erlebt haben, sind dramatisch, könnten tatsächlich dazu führen, dass es zu einem Kippen kommt, zumindest vielleicht zu einem Kippen in der Form, dass bestimmte Länder möglicherweise eben nicht zu der Art und Weise einer Gemeinschaft passen, wie sich die Europäische Union eigentlich auch selbst versteht. Da würde mich jetzt die Meinung des Ökonomen interessieren, also ein Mittel, eine Maßnahme der EU gegen diesen möglichen Kippmoment vorzugehen, waren ja Sanktionen. Wie wirkungsvoll sind denn so Sanktionsandrohungen oder dann tatsächlich Sanktionen? Ich glaube, dass Sanktionen durchaus wirksam sind. Sie haben oft erst zunächst einmal einen symbolischen Charakter, aber sie signalisieren eben, dass es eben nicht einfach umsonst geht, sich so zu verhalten, sondern dass das Kosten erzeugt, wenn man sich in einer Art und Weise verhält, wie es eben eigentlich nicht vorgesehen sind. Die Frage ist, ob Sanktionen dann tatsächlich so hoch sein müssen, dass sie dann wirklich schmerzhaft werden. Das ist natürlich jetzt in der Frage mit Russland eine ganz andere Frage als in der Europäischen Union. Aber ich glaube, dieser symbolische Charakter, dass man einen Verstoß begangen hat und für diesen Verstoß tatsächlich auch zahlen muss, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Symbol, ein sehr wichtiges Zeichen zu sagen, man kann sich nicht alles innerhalb einer Gemeinschaft erlauben, sondern es gibt ein bestimmtes Wertegerüst, einen bestimmten Kanon, auf den sich eben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union geeinigt haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das immer wieder zu signalisieren, wenn so massive Verletzungen, und wir reden ja nicht über Kleinigkeiten, wir reden ja nicht über im Verstoß einer kleinen EU-Marktverordnung, sondern wir sprechen dagegen, dass die freie Presse, dass die Unabhängigkeit der Justiz angegriffen wird. Und ich glaube, das sind massive Verstöße. Und ich glaube, die Europäische Union versteht sich als eine demokratische Wertegemeinschaft, die eben gerade die Errungenschaften der Moderne natürlich auch stark machen will und auch nach außen hin signalisieren will, dass eben die Europäische Union für eine bestimmte Art und Weise von Verständnis, von Politik, von Gesellschaft steht. Und wenn man dagegen versucht, vorzugehen, ich glaube, dann ist es nur konsequent, dort dann eben auch Sanktionen zu verhängen. Jetzt waren wir gerade bei den Werten und bei den europäischen Werten. Gehen wir doch mal zur Technik. Gibt es auch technische Maßnahmen, die einen Kippmoment in der Gesellschaft hervorrufen können? Ich spreche jetzt mal von disruptiven Fortschritten, beispielsweise Dampfmaschine oder Digitalisierung. Ja. Natürlich, was wir auch dort erleben, und das erleben ja auch viele Menschen so, dass wir hier Veränderungen haben, die in eine Massivität haben, wie wir uns das nicht hätten vorstellen können. Was wir sicherlich erleben werden in den nächsten 20, 30 Jahren im Bereich der künstlichen Intelligenz, wird unser Leben völlig auch verändern, wird andere Möglichkeiten der Produktion, aber auch der Konsumtion schaffen, wird unsere Lebensumwelt verändern. Und das macht Menschen natürlich auch unsicher. Also ich glaube, wir werden dort einen Kippmoment erleben oder wir leben in der Zeit eines Kippmoments, in der wir in eine viel stärker digitalere Welt eintreten werden. Und da ist es eben wieder so wichtig, ja, wir sehen, dass wir dort in einen Kippmoment erleben,
aber es geht ihm nicht darum, darauf ängstlich zu schauen und die Apokalypse heraufzubeschwören und sagen, naja, durch die Digitalisierung wird alles ganz anders werden und wir werden nicht mehr so leben, wie wir können, sondern wir müssen überlegen, wie können wir Gesellschaft, wie können wir den Kontext so gestalten, dass es eben eine lebenswerte Lebenswelt bleibt. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Was heißt in dem Zusammenhang eigentlich kippen? Ich meine, eine Gesellschaft kippt ja nicht durch die Digitalisierung, sie verändert sich ja höchstens. Wann ist sie denn gekippt? Wann hat sich denn so verändert und was sind denn da die Stellschrauben? Naja, wenn wir es jetzt sozusagen im Sinne von Science-Fiction-Filmen sehen würden, wenn eben Maschinen das Regiment übernehmen würden, dann würden wir sagen, naja, da ist die Gesellschaft dann wohl tatsächlich gekippt. Und das ist ja sozusagen das Bedrohungspotenzial. Uns geht es ja gar nicht so sehr darum, in dem Buch zu sagen, das ist der eine Moment, in dem durch die Digitalisierung wir von Zustand 0 in den Zustand 1 kommen. Mhm. Aber uns geht es darum zu sagen, tatsächlich, da ist etwas, was Gesellschaft massiv verändern kann. Und die Digitalisierung hat unsere Gesellschaft und wird unsere Gesellschaft weiter massiv verändern. Und uns geht es eher darum zu fragen, wie können wir eben das Umfeld gestalten? Also wie können wir mit Digitalisierung so umgehen, dass vielleicht nicht die vier großen Internetfirmen bestimmen, was ich lese und was ich esse und was ich anziehe, sondern wie können wir Märkte so gestalten, dass tatsächlich eben auch große Internetfirmen sich an bestimmte Spielregeln halten müssen, dass es eben nicht möglich ist, in jedweder Form Daten abzugreifen, um eben dann bestimmte Algorithmen damit zu füttern und die uns dann wieder bestimmte Dinge vorgeben. Ich glaube, bei den konkreten Maßnahmen, wie wir sie auch hatten vorher bei der EU mit den Sanktionen, wie kann denn so eine digitale Agenda ausschauen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten, die der Politik zur Verfügung stehen oder uns als Gesellschaft zur Verfügung stehen? Ich glaube, da können wir auch wieder auf die Europäische Union zurückkommen. Ich glaube, die Europäische Union hat eine ganz große und wichtige Rolle. Es geht gar nicht so sehr darum, andere Player dem entgegenzustellen, dann zu sagen, jetzt bauen wir das europäische Google auf und versuchen da dagegen zu spielen, sondern es geht vielmehr darum, eben Spielregeln zu setzen, die eben dazu führen, dass Internetfirmen sich an diese Regeln halten müssen, also wie man üblicherweise mit Daten umgeht, welche Macht man tatsächlich ausüben kann. Und die EU hat sich ja auch tatsächlich auf den Weg gemacht. Es ist im Moment in der Debatte der sogenannte Digital Markets Act, der wahrscheinlich 2023 dann in Kraft tritt, der klare Regulierung vorsieht, eben auch für die Internetkonzerne. Mit der Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen hat Deutschland auch schon einiges auf den Weg gebracht. Das sind eben Spielregeländerungen, die sind nicht besonders dramatisch, die werden auch in der Bevölkerung gar nicht so wahrgenommen. Also ich glaube, wenn wir heute eine Umfrage machen würden, was sagen Sie zum Digital Markets Act, dann werden wir relativ wenig Antworten bekommen. Aber genau das sind die Momente und Dinge, die getan werden müssen, um eben die Angst vor einem Kippen, die Angst auch davor vor der realen Bedrohung, dass die Welt sich so verändert, dass sie eben nicht mehr dem Menschen zugeneigt ist, sondern eben bestimmten Machtstrukturen zugeneigt ist oder bestimmten Technikstrukturen zugeneigt ist, die eben durchgesetzt werden müssen. Aber wenn ich auf der Straße fragen würde, würden die wahrscheinlich die EU-Agenda kennen. Aber mittlerweile wissen wir schon auch Bubble, Verschwörungstheorien, Hassmails, Spam und alles, was es gibt. Da muss man auch auf eine Ebene tiefer ansetzen, oder? Ja, das stimmt definitiv, dass wir also überlegen müssen, wie können wir eben auch eine Lebenswirklichkeit dagegen setzen, die eben uns auch herausnimmt aus diesen Gebilden, die uns möglicherweise eben abschotten von den realen Erlebnissen. Und ich glaube, das ist das, worauf Sie ja, glaube ich, anspielen, dass wir ja mittlerweile sehr häufig einfach nur noch in digitalen Bezügen leben und digitale Bezüge uns oft dazu bringen, wirklich nur in bestimmten Gruppen, wie Sie sagen, in Bubbles zu leben, wo im Prinzip eigentlich nur unsere Meinung nochmal wiedergespiegelt wird. Also dass wir begeben uns in eine Blase hinein und ich glaube, das ist eine große Gefahr eben auch der Digitalisierung und auch der sozialen Medien, dass wir uns in Blasen hineingeben und eben gar nicht mehr erkennen, dass es eben auch andere Positionen, andere Meinungen, andere Weltsichten gibt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend für Gesellschaften. Und ich glaube, das ist eines der Probleme der Moderne, dass wir viel zu selten tatsächlich die Position des anderen als eine mögliche Option erkennen. Wir wissen, dass es andere Meinungen gibt, aber wir sehen sie immer nur im Konflikt, sehen uns sehr häufig im Konflikt zu anderen Meinungen. Und wir erkennen gar nicht, dass es gute Gründe gibt, vielleicht auch andere Positionen einzunehmen und dass wir sozusagen wertschätzend auf andere Positionen eingehen. Ein Beispiel, was mir da immer einfällt, ist so
ohne jetzt die 70er und 80er Jahre, also meine Jugend, zu romantisieren, aber wie häufig man einfach im Sportverein mit anderen zusammen war oder auf dem Bolzplatz zusammen war, die aus anderen Herkünften kamen, die andere Sichtweisen hatten, das hat dazu geführt, dass man ja im Gespräch blieb, ne? Weil er war ein super Fußballer und er hat die Bude reingemacht und das war super. Er hat zwar eine andere Position und man hat gesagt, ja, aber so ganz verkehrt kann der Typ doch nicht sein, weil wer so gut Fußball spielt, der muss auch irgendwie ganz in Ordnung sein. Und ich glaube, das fehlt uns oft. Also diese spontanen Begegnungen, die Möglichkeit zu erkennen, dass jemand sympathisch ist, obwohl er auch eine andere Meinung hat. Und wenn wir in digitalen Zusammenhängen, in sozialen, digitalen sozialen Räumen sind, geht uns vielleicht genau diese Fähigkeit, die so wichtig ist für unsere Gesellschaft, verloren. Einmal bei den 70er, 80er Jahren. Wenn ich die Älteren frage, dann würden viele sagen, dass die Welt dort auf der Kippe stand, weil das globalpolitische System, die Ordnung, eben auf Abschreckung basiert war zwischen zwei großen Blöcken. Und jetzt möchte ich mit der Frage noch auf eine Ebene höher gehen. Wir sind ja bei Gesellschaft, wir sind bei Politik. Auch eine globalpolitische Ordnung muss stabil gehalten werden. Im schlimmsten Fall kann sie kippen, wenn neue Akteure dazu kommen, wenn sich die Akteure verändern oder wenn sich die Akteure untereinander streiten. Stichwort China. Ja, ich meine, auch da stehen wir natürlich vor wirklich massiven Herausforderungen. Und, also ist es so? Kann eine globalpolitische Ordnung? Naja, nochmal zurückkommt auf den Angriff Putins auf die Ukraine. Natürlich, wir sehen, dass auch eine globale Ordnung sich relativ schnell massiv verändern kann. Und wenn wir, was ja zu befürchten ist, Russland den Schulterschluss mit China sucht, kann sich die globale Weltordnung sehr schnell ändern. Das ist offensichtlich. Also die Dinge, die wir derzeit erleben, auch abhängig davon, wie die USA sich verhalten wird, es kann passieren, dass wir in einer anderen Weltordnung sein werden. Ich bin sogar davon überzeugt, dass wir eben mit dem Überfall auf der Ukraine in eine andere Weltordnung hineinkommen werden. Aber bleiben wir vielleicht nochmal konkret bei China. Zum einen ist das richtig. Wir erleben dort eben den Aufstieg eines Landes in einer ungeahnten Art und Weise, dass eben auch China mittlerweile in gewisser Weise zu einem Global Player geworden ist, eben gerade in wirtschaftlicher Hinsicht, aber eben auch in geopolitischer Hinsicht, wenn Sie nur an das Engagement Chinas in Afrika, insbesondere in Subsahara-Afrika denken. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und wir brauchen nicht darüber reden, dass natürlich China eine Politik betreibt, auch eine Innenpolitik betreibt, die aus unserer Sicht, aus europäischer Sicht einfach menschenverachtend ist und dass es ein Regime ist, das man in keinster Weise zubilligen kann, hier wirklich im Sinne der Menschen zu handeln. Gleichzeitig, und das zeigt eben auch der Aufstieg Chinas, ist die Verflechtung Chinas in Märkte, die Öffnung Chinas eben auch hin zu einer marktlichen Ordnung auch eine große Chance. Wenn wir sehen, dass eben in den 80er Jahren noch rund 40% der Menschen in China unterhalb der physischen Armutsgrenze gelebt haben und wir heute bei 1% der Menschen sind, dann sieht man eben, dass sich auch hier massiv etwas auch zum Positiven verändern kann. Und bei aller Kritik an China und auch aller Sorge, die viele haben, dass eben China die neue Weltmacht wird, glaube ich, muss man auch sehen, zum einen noch liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bei rund einem Drittel, das im Vergleich zu Industrienationen. Also es ist noch weit unter dem, was wir in Industrienationen an Bruttoinlandsprodukt pro Kopf haben. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und andererseits, bei aller Sorge um die eigene Lebenswelt und die eigenen Lebenschancen und die eigene Bequemlichkeit, muss man auch sehen, dass das doch erstmal auch grandios ist, wenn so viele Menschen eben nicht mehr in Armut leben. Und bei China sind das einfach quantitativ sehr, sehr viele Menschen. Und ich glaube, diese Sorge immer, naja, können wir unsere Position halten, muss manchmal auch der Sicht weichen, wie können wir eben auch anderen Ländern die Möglichkeit geben, tatsächlich aufzuholen, tatsächlich eben aus Armut herauszukommen, tatsächlich Lebenschancen und Entwicklungsperspektiven zu haben. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe. Kontextuell, um Kippmomente zu vermeiden. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Hinweis. Natürlich eben der wirtschaftliche Erfolg von China wird, da bin ich von überzeugt, auch mittelfristig, auch innenpolitisch etwas bewirken. Der Druck auf die Führung wird irgendwann steigen, weil Menschen, die eben nicht mehr in bedrohlicher Armut leben, natürlich auch dann die Freiräume bekommen,
tatsächlich auch sich politisch zu engagieren. Es wird schwieriger werden, ein repressives System wirklich umzusetzen, wenn Menschen eben die Möglichkeit haben, sich auch tatsächlich zu entfalten, andere Bildungsmöglichkeiten haben und andere Möglichkeiten haben, sich auch miteinander zu verknüpfen. Wenn schon auf vielen verschiedenen Ebenen diese Kippmomente drohen, wie kann ich denn eine Gesellschaft, eine Wirtschaft strukturieren, damit sie, Stichwort, resilienter wird? Naja, gegenseitige Kippmomente. Ja. Haben Sie da einen Vorschlag? Na, natürlich kann man auch daran, es gibt nicht das eine Patentrezept. Aber ich glaube, was wichtig ist, eben ist zum einen eben das Denken etwas umzustellen und nicht mehr so linear zu denken, sondern damit zu rechnen, dass solche Kippmomente eintreten können. Und dann eben zu überlegen, wie können wir Dinge im Umfeld gestalten, damit eben diese Kippmomente nicht eintreten. Im Buch sprechen wir von einer Politik der Behutsamkeit. Und mit einer Politik der Behutsamkeit meinen wir keine Politik der Behäbigkeit, sondern einer Politik, die versucht, immer wieder kleine Stellschrauben zu bewegen. Also nochmal Stichwort Sozialversicherung. Also wenn man dort eben versucht, kleine Stellschrauben zu bewegen, wird es uns gelingen, eben unsere Sozialversicherungssysteme resilienter zu machen. Wenn man sich anschaut, in der gesetzlichen Krankenversicherung, wir haben so viele Reformpakete dort gehabt, man kann sich einen Spaß daraus machen, mal aufzulisten, wie die alle hießen. Und man könnte sich fragen, naja, was macht Politik da eigentlich, dass sie ständig nachjustieren müssen? Aber ich bin davon überzeugt, das ist die Aufgabe von Politik, genau immer wieder auch nachzujustieren. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich ein großes Plus unseres Sozialstaats, dass wir die Möglichkeit haben, hier zu justieren und Dinge resilienter zu machen. Lassen wir noch ein anderes Beispiel bringen, was mir wirklich auch persönlich ein großes Anliegen ist. Es sind eben oft die kleinen Dinge. Schauen wir in die Schulen hinein. Ne? Wir sprechen sehr viel über Digitalisierung von Schulen und wie großartig das ist, wenn überall plötzlich Whiteboards sind und überall WLAN ist. Aber gerade die Corona-Pandemie hat uns ja gezeigt, dass gerade diejenigen, die, sagen wir, aus sozioökonomisch schwächeren Verhältnissen kommen, eigentlich zurückbleiben. Und es eigentlich jetzt die Aufgabe wäre, auch um die Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden, auch um Gesellschaft resilienter zu machen, uns gerade um diese Kinder zu kümmern, damit sie die Möglichkeit bekommen, tatsächlich Anschluss zu halten. Und wenn man sieht, wie wenig wir investieren in Schulsozialarbeit. Ich habe mir das mal angeschaut für Nordrhein-Westfalen. Dort haben wir weniger als einen Schulsozialarbeiter pro Schule. Ist das eine völlige Katastrophe aus meiner Sicht? Weil gerade die Kinder, die besonders Hilfe brauchen, natürlich in der Schule ganz einfach und ganz niederschwellig angesprochen werden können beziehungsweise Hilfe suchen können. Nicht? Die wenigsten Jugendlichen werden bei Problemen am Nachmittag zum Jugendamt gehen und sagen, ich glaube, ich habe hier mal ein Problem. Aber in der Schule, wo man jemanden hat, den man kennt, den man jeden Tag sieht, ist es natürlich viel einfacher. Und ich glaube, so wichtig Digitalisierung von Schulen ist, und dagegen spricht überhaupt nichts, wir dürfen diese einfachen und kleineren Dinge nicht vergessen. Ein großes Digitalpaket ist super, das lässt sich politisch sehr gut verkaufen, aber zu sagen, naja, wir haben die Anzahl der Schulsozialarbeiter an nordrhein-westfälischen Schulen verdoppelt, ja, das ist nett, das ist so eine kleine Notiz in der Zeitung, aber das sind die Dinge, wo wir etwas verändern. Also zurück auf Ihre Frage. Ja, wir müssen schauen, dass die Gesellschaft resilienter wird, aber wir brauchen dafür nicht dramatische Lösungen, wir brauchen keine radikalen Lösungen, sondern wir müssen behutsam vorgehen. Wir müssen vor allen Dingen investieren in Toleranz, in Anerkenntnis. Das sind die Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Das sind Dinge, die eben nicht so schön im Schaufenster aussehen, aber die aus meiner Sicht die wesentlichen Aufgaben sind, damit wir auch in eine gute Zukunft hineingehen können. Ich habe auch einen Vorschlag. Ja. Ja. Durch Automatisierung, Digitalisierung oder auch in der Industrie 4.0 wird es wahrscheinlich so sein, dass ganz viele Jobs wegfallen. Wir lassen uns mal die Finanzierbarkeit außen vor. Ich schlage vor, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das macht uns alle resilienter gegen Kippmomente gesellschaftlicher Art. Das hört man häufiger, dieses Argument, und das ist aus meiner Sicht genau die falsche Richtung. Also zum einen muss man nun mal sagen, es ist gar nicht ausgemacht, ob so viele Jobs tatsächlich verloren gehen durch die Digitalisierung. Was sich verändern wird, ist das Tätigkeitsprofil, und das zeigen auch sehr viele Untersuchungen, dass wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass gar nicht so viele Jobs verloren gehen, vielleicht sogar welche hinzugewinnen werden. Aber natürlich, Fähigkeiten werden sich ändern. Es sind nicht die Jobs, die verloren gehen, sondern es gehen bestimmte Tätigkeiten werden verloren.
verloren gehen. Das ist klar. Nicht? Also wir haben, aber das ist ein Prozess, den wir immer erleben. Wir haben Prozesse der Automatisierung, wo bestimmte Tätigkeiten dann nicht mehr gebraucht werden. Dafür ist es wichtig, dass wir Menschen fit machen, tatsächlich selber auch immer wieder dazu zu lernen. Ich glaube, gerade eine wichtige Aufgabe ist hier die berufliche Bildung, dass Menschen tatsächlich immer wieder lernen, tatsächlich auch neu zu denken, neu auf Prozesse zu schauen. Also gar nicht so sehr nur die IHK-Prüfung am Ende im Blick zu haben, wenn ich eine Ausbildung mache, sondern zu lernen, dass ich immer wieder auch selber mir Prozesse erschließen kann. Aber nochmal zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist natürlich ein Klassiker mittlerweile und der hat durch die Digitalisierung nochmals fröhliche Urstädte eben gefeiert, weil alle gesagt haben, naja, das ist die Lösung für die Probleme, die entstehen werden. Geben wir doch allen einfach genügend Geld, dann können die das tun, was sie tun wollen und dann ist doch alles prima. Nicht? Also vielleicht noch 20 Stunden arbeiten, aber dann wirklich viel Freizeit und den Dingen nachgehen, die dann vielleicht wirklich wichtig sind. So wird ja dann immer argumentiert. Und lassen wir tatsächlich vielleicht mal die Frage der Finanzierbarkeit außen vor, die aus meiner Sicht in keinster Weise wirklich realistisch bislang angegangen wurde. Nicht? Selbst die ganzen empirischen Versuche, die auch nur relativ wenige sind, zeigen eigentlich, dass das relativ schwierig wird mit der Finanzierbarkeit. Aber aus meiner Sicht ist es ja gerade eine Errungenschaft des modernen Sozialstaates. Und da wurde lange drum gerungen, seit der Industrialisierung im Rahmen der sozialen Frage. Es ist eine Errungenschaft des modernen Sozialstaates, dass wir auf das Individuum, dass wir auf den Einzelnen, auf seine Lebenssituation schauen. Was wie ein schöner Traum klingt, ist letztendlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich nur eine materielle Abspeisung. Wir geben dir Geld, aber dann wollen wir auch nichts mehr von dir hören. Das ist eigentlich der Deal, der dort gemacht werden will. Und ich würde sagen, den Sozialstaat macht doch gerade aus, dass Menschen in ihren jeweiligen Situationen und Problemlagen unterstützt werden. Nehmen Sie doch Menschen mit Behinderung. Können die mit einem bedingungslosen Grundeinkommen von 1200 Euro leben? Nein. Dann würden alle sagen, nein. Da müssen wir doch irgendwas anderes machen. Ja, wie ist es denn mit Menschen, die resozialisiert werden müssen nach einer Straftat? Reicht da ein bedingungsloses Grundeinkommen? Auch eher schwierig. Drogenentzug durch bedingungsloses Grundeinkommen klingt zynisch, aber genau das ist die Realität. Das heißt, was uns eigentlich ausmacht, ist es, dass wir auf den Einzelnen hinschauen. Und nochmal zurückzukommen auf die Schulsozialarbeit, wir brauchen viel mehr eigentlich den Weg in eine individualisierte Sozialpolitik. Wir haben halbwegs funktionierende soziale Sicherungssysteme. Aber wo wir jetzt Menschen helfen können und helfen müssen, ist sie tatsächlich zu befähigen, ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Es geht nicht ums Pampern, es geht nicht darum, Leute in irgendeine Richtung zu ziehen, sondern es geht darum, ihnen die Chance zu geben, ihr eigenes Leben zu gestalten. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir unser Sozialsystem fit machen können. Wie können wir unsere Wirtschaft fit machen? Die soziale Marktwirtschaft, 1947 zum ersten Mal erwähnt, kommt doch auch langsam in die Jahre, oder? Ich bin, wie Sie wissen, natürlich ein großer Fan der sozialen Marktwirtschaft und als Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft bleibt mir auch fast nichts anderes übrig. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Gedanken von Ludwig Erhard beispielsweise oder auch die Gedanken von Walter Eucken, die ja ganz wesentlich unser Konzept der sozialen Marktwirtschaft geprägt haben. Ja, da haben wir doch Walter Eucken. Können den Sie großen, mir vorstellen? Ja, Walter Eucken war der Vordenker der sogenannten Freiburger Schule. Er ist der Sohn des Nobelpreisträgers, des Literaturnobelpreisträgers Rudolf Eucken. Und wie gesagt, Walter Eucken hat sehr lange in Freiburg gewirkt, ab 1927, ist dann 1950 gestorben. Und die Idee von Walter Eucken ist eigentlich eine relativ einfache. Und sie ist so ähnlich wie beim Fußballspiel. Es geht darum, einen Regelrahmen zu geben. Wie wir beim Fußballspiel brauchen wir bestimmte Regeln, damit wir ein faires und auch attraktives Fußballspiel haben. Und Eucken hat gesagt, gemeinsam mit seinen Mitstreitern, genauso brauchen wir eben auch Regeln für Märkte. Wir haben gesehen, dass freie Märkte sehr produktiv sein können, dass freie Märkte aber auch dazu führen können, dass eben die soziale Frage nicht gelöst ist, dass Vermachtung auftritt. Und dafür brauchen wir bestimmte Regeln. Wir brauchen Spielregeln. Wie gesagt, wie beim Fußball haben wir eben die Regeln, dass ein Spiel um die 90 Minuten dauert, dass nur der Torwart den Ball in die Hand nehmen kann und dass man nur foult, wenn der Schiedsrichter nicht hinschaut. Und genauso geht es eben darum, der Wirtschaft bestimmte Regeln zu geben. Der Staat soll nicht in das Spiel eingreifen, so wie der Schiedsrichter nicht in das Spiel eingreift, sondern der Staat ist der Schiedsrichter, der dafür sorgt, dass eben der Wettbewerb ein fairer Wettbewerb bleibt und dass die Menschen, die im Wettbewerb stehen, tatsächlich trotzdem oder gerade deswegen auch ein gutes Leben haben. Also wir brauchen Märkte, das war das ganz klare Bekenntnis von Eucken, wir brauchen Märkte, wir brauchen Wettbewerb,
Aber dieser Wettbewerb darf nicht unreguliert sein, sondern für Märkte brauchen wir klare Regeln. Und das ist eben auch der Gedanke eigentlich, der hinter der sozialen Marktwirtschaft steht. Das war auch der Gedanke von Ludwig Erhard, dass wir eben tatsächlich dem Markt wieder Kräfte geben sollen. Auch er ist da, wie schön. Genau, Ludwig Erhard, wie man ihn kennt, mit einer Zigarre, schon fast ikonisch sozusagen, wie man ihn hier sieht. Und das war eben der Gedanke eben auch von Ludwig Erhard, zu sagen, wir müssen nach einem dramatischen Kippmoment, und der Zweite Weltkrieg war ein dramatischer Kippmoment, der die Weltordnung zertrümmert hat, der Deutschland zertrümmert hat, der auch die deutsche Gesellschaft und die deutsche Denkweise zertrümmert hat. Nach diesem dramatischen Kippmoment hat er gesagt, wir können uns wieder auf einen guten Weg machen, ökonomisch wie gesellschaftlich, indem wir einerseits die Kräfte, die Stärke von dezentralisierten Märkten, von dezentralisierten Akteuren nutzen, aber das darf nicht im luftleeren Raum geschehen, sondern wir müssen dem Markt Regeln geben, sodass wir die Menschen tatsächlich auch mitnehmen können. Und sein Klassiker, das Buch, das wir alle kennen von 1957, Wohlstand für alle, heißt eben, ja, wir brauchen Wohlstand, aber der entscheidende Punkt ist, es geht in einem Wohlstand für alle. Alle Menschen sollen mitgenommen werden, sollen eben an diesem Wohlstand tatsächlich auch teilhaben können. Und das ist eine Erfolgsstory, die wir sehen, die soziale Marktwirtschaft, ne? Wie es eben wirklich gelungen ist, wirklich alle mitzunehmen. Der Clou ist nur, dass eben diese Komponente, die Eucken klar war, die Erhard klar war, die Komponente, dass wir die Menschen mitnehmen müssen, dass eine Marktwirtschaft nicht aus sich alleine heraus funktioniert, dass wir diesen Gedanken eben immer wieder mitdenken müssen. Und der ist uns vielleicht ein wenig verloren gegangen. Also ich sehe es wie Sie. Wir haben ökonomisch eine Vielzahl von Herausforderungen, wo wir aber, glaube ich, gute Ideen und auch technische Lösungen haben. Man kann über Details immer streiten, was die Finanzpolitik angeht, was die Geldpolitik angeht. Aber die Antwort auf alles kann doch nicht immer soziale Marktwirtschaft sein. Nein, die Antwort ist ja auch nicht soziale Marktwirtschaft einfach als Worthülse, sondern die Antwort ist das Denken wie in der sozialen Marktwirtschaft. Und das Denken der sozialen Marktwirtschaft bedeutet, wir müssen schauen, dass die Wirtschaft funktioniert, dass Märkte funktionieren, nicht? Dass wir die Digitalisierung so in den Griff bekommen, dass wir eben nicht vermachtete Märkte haben, sondern Märkte, wo unterschiedliche Akteure tatsächlich in einem ernsthaften Wettbewerb zueinander stehen. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist eben, dass wir eben tatsächlich auch versuchen, die Menschen immer mitzunehmen. Eucken hat gesagt, die Wirtschaft muss funktionsfähig sein. Eine Wirtschaftsordnung, die nicht funktioniert, wo die Wirtschaft nicht funktioniert, die bringt uns nicht weiter. Aber sie muss gleichzeitig auch menschenwürdig sein. Und beides muss eben immer zusammenkommen, damit tatsächlich eben wir in einer guten, in einer lebenswerten, aber auch in einer prosperierenden Gesellschaft leben. Ich glaube, das ist der Clou. Die Antwort ist nicht, was machen wir mit der Geldpolitik, und da sage ich soziale Marktwirtschaft, sondern die Antwort ist, lasst uns überlegen, wie können wir sauber ökonomisch analysieren, was zu tun ist. Und dafür braucht es einen klaren und wachen Verstand. Und da braucht es den Diskurs unter Ökonomen und gegebenenfalls eben natürlich auch Juristen und anderen Sozialwissenschaftlern. Aber gleichzeitig nehmt die Menschen mit. Eine Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg ist soziale Kohäsion. Genauso wie wirtschaftlicher Erfolg auch soziale Kohäsion befördern kann. Die beiden Dinge hängen zusammen. Und das ist der Clou der Sozialmarktwirtschaft. Und es gibt natürlich Dinge, da sind das spezifische ökonomische Fragen, die erstmal geklärt werden müssen. Wo wir Modelle brauchen, wo wir empirisch hinschauen müssen, wo wir Evidenzen brauchen. Natürlich, das muss gemacht werden. Und aber gleichzeitig müssen wir das andere mitdenken. Deswegen, also nicht sozusagen als floskelhafte oder als Verkündigung, die soziale Marktwirtschaft löst schon alle Probleme. Nein, soziale Marktwirtschaft heißt, beständig dran arbeiten. Und das ist ja das, was Erhard gemacht hat, beständig dran zu arbeiten, immer wieder zu überlegen, wie können wir den neuen Herausforderungen tatsächlich begegnen. Soziale Marktwirtschaft ist kein Katalog von Prinzipien, sondern soziale Marktwirtschaft ist ein dynamisches Konzept, was sich weiterentwickelt, wenn sich Dinge im Umfeld ändern und sich auch weiterentwickeln muss. Schauen wir nochmal auf gesellschaftliche Kippmomente. Wir haben jetzt viele Politikfelder besprochen. Von der Außen- und Sicherheitspolitik über Sozialpolitik und Digitalisierung und Wirtschaftsordnung, wenn man denn eine Hierarchie aufstellen müsste, um Kippmomente zu vermeiden, wo man denn auf jeden Fall ansetzen müsste in den Politikfeldern, was wäre denn zuerst, dann. Gibt es was? Ich finde es schwierig, sozusagen eine Hierarchie aufzustellen, weil die Hierarchie klingt so, als könnten wir
die Sachen abarbeiten und einen Haken hintermachen. Ne? Jetzt haben wir die Sozialpolitik gelöst, jetzt gehen wir zum nächsten Politikfeld, machen wir einen Haken hinter. Sondern, nochmal darauf zurückzukommen, dieser Gedanke der Politik der Behutsamkeit. Behutsamkeit bedeutet eben auch Wachsamkeit. Ich glaube, wir müssen einfach genau hinschauen. Wir müssen auch die Kraft haben, die kleinen Dinge zu sehen. Nochmal zurück auf Schulsozialarbeit. Das ist nicht besonders sexy, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist nicht besonders öffentlichkeitswirksam. Aber es ist eben wesentlich. Genauso, um wieder nochmal zurückzukommen zur Rentenversicherung. Ja, das sind technische Details, über die wir dort sprechen müssen. Das ist nicht besonders aufmerksamkeitswirksam, aber das ist entscheidend. Und ich glaube, wenn wir meinen, es gibt eine Hierarchisierung, dann laufen wir eben Gefahr, dass wir damit mit dieser Hierarchisierung eben auch eine Politisierung genau dieser Bestrebungen bekommen. Dass Politik eben sich immer nur bestimmte Bereiche zu eigen macht. Und ich glaube, die Herausforderung, die wir haben, ist eben, dass wir an so vielen Stellen mögliche Kippmomente haben, dass wir eben auch an vielen Stellen sorgsam hinschauen müssen. Natürlich, wir haben dort große Problemfelder beschrieben und ohne Frage die ökologische Krise wird die Herausforderung der kommenden Jahrzehnte sein, sofern wir eben die weltpolitischen, die globalen Dinge in den Griff bekommen. Nicht? Und natürlich werden Bereiche wie Digitalisierung ein großes Thema sein. Aber eben, es sind auch die kleinen Bereiche, die wir miteinander mitdenken müssen. Und eben oft sind es die kleinen Bereiche, die uns dann auch Lösungen für die großen Bereiche geben. Also auch nochmal bei der ökologischen Krise. Wir brauchen da nicht den radikalen Schnitt und das ganz andere Leben, sondern wir brauchen auch dort Schritte, die im Zweifel behutsam sind und die im Kleinen stattfinden und eben auch diese großen Politikfelder dann eben beeinflussen können. Also gegen die Priorisierung, denke ich, ist, glaube ich, Wachsamkeit der wichtigere Punkt. Okay. Damit kommen wir auch schon zum Schluss. Und ich hätte mir vor 4 Wochen wahrscheinlich nie gedacht, dass ich so eine Abschlussfrage stellen würde. Aber wann ist es denn wert, zu kämpfen, um einen Kippmoment zu verhindern? Anders, wann lohnt es sich denn, gegen einen Kippmoment oder gegen einen Kippmoment zu kämpfen, sprich sein Leben und das von anderen aufs Spiel zu setzen? Das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage zum Abschluss. Aber Sie wissen, worauf ich anspiele und ich glaube, Sie können die Frage jetzt auch nachvollziehen. Ich kann die Frage sehr gut nachvollziehen, aber ich scheue mich davor, eine allgemeine Antwort zu geben. Was wir gerade in der Ukraine vielleicht erleben. Auch, Sie sind ja auch Theologe. Das ist ja, ich bin auch Theologe und ich weiß aber nicht, ob ich sozusagen geeignet bin, hier die theologische Antwort zu geben. Aber vielleicht in dem Sinne vielleicht doch, dass ich glaube, dass es wirklich eine Frage auch des individuellen Gewissens ist. Und ich glaube, das ist ja auch eine Tradition, die wir haben, dass wir Menschen zubilligen, dass sie selbst auch entscheiden können, an welcher Stelle sie aktiv werden, an welcher Stelle sie anfangen, Widerstand zu leisten, an welcher Stelle sie auch anfangen zu kämpfen. Wir sehen gerade mit einer beeindruckenden Energie, wie das ukrainische Volk, wie einzelne Akteure versuchen, sich gegen diese Übermacht, dieses Überfalls, sich dagegen zu setzen. Das ist beeindruckend und das ist ein Zeichen von auch immenser moralischer Stärke. Und ich glaube, den Ukrainern ist es ganz klar, dass sie jetzt, oder vielen Ukrainern ist ganz klar, dass sie kämpfen wollen, dass sie eben nicht aufgeben wollen, sich dieser Übermacht hinzugeben. Und ich glaube aber gleichzeitig ist es auch wichtig, jedem die Freiheit zu lassen, für sich zu entscheiden, welchen Weg er in solchen dramatischen Momenten tatsächlich auch geht. Es gibt Menschen, die eben vielleicht nicht diese Stärke spüren, die denken, dass sie vielleicht eben von außerhalb Dinge vielleicht besser auch dort beeinflussen können und andere Fähigkeiten haben. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch hier, und da bleibe ich sozusagen liberaler, dass es dem Menschen selbst obliegt, zu entscheiden, an welcher Stelle er denkt, zu kämpfen und welche Fähigkeiten er einbringen kann, um uns vor drohenden Kippmomenten zur Seite zu stehen, jeder das einzubringen, um Kippmomente tatsächlich zu verhindern, sodass ich nicht glaube, es gibt eine Antwort auf eine solche Frage, so wichtig sie ist und so virulent und dramatisch wir sie gerade erleben, sondern da, glaube ich, würde ich dem Einzelnen auch weiterhin seine Freiheit lassen, hier eine Entscheidung zu treffen. Das waren die RHI-Kontexte. Mehr von Nils Goldschmidt zu seinem Werdegang und zu dem, was ihn geprägt hat und vor allem, was die Science-Fiction-Serie The Expanse mit seiner wissenschaftlichen Forschung zu tun hat, finden Sie in unserem Podcast mit meiner Kollegin Tina Meyer-Schneider. Einen Link zum Podcast finden Sie hier unten oder überall, wo es Podcasts gibt.
Alle Informationen zu unserem Institut und den Menschen darin finden Sie im Netz unter www.romanherzoginstitut.de. Dort können Sie auch unseren dreimal jährlich erscheinenden Newsletter abonnieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Insta. Die nächste Sendung dieser Staffel erscheint in 2 Wochen. Bis dann.